Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bye! Und damit herzlich willkommen. Ich dachte, ich sorge auch mal ein bisschen Luft auf. Ja. Moin Leute, herzlich willkommen zu Kirby und das vergessene Land. Ja, seit dem letzten Mal habe ich die restlichen Seelen in dem einen Gebiet geholt. Also, ich hatte einfach nur verpennt, dass ich schneller hätte sein müssen als dieser Felsbrocken. Im Übrigen habe ich rausgefunden, man kann die Fähigkeiten nur zweimal maximal aufwerten. Also, das habe ich am Hammer schon feststellen müssen. Ja, habe ich auf Maximum aufgebessert. Ich habe auch schon den Weltraumentdecker einmal aufgewertet. Und ich glaube, eine Fähigkeit könnte ich eventuell gerade noch aufwerten. Im Übrigen, warum ich mehr Power als alles andere gerade habe. Ich habe auch noch diese Roll-Kirby-Roll-Dinger hier das Ultimum geschafft und dafür Sternchen und sogar Power bekommen. Und das habe ich dann einfach für heute genutzt. So, jetzt geht's aber an die zweite Insel. Von Ferges Träume. Das wird schrecklich. 48 Seelen muss ich finden. Okay, ich sehe die erste schon. Ich glaube, auf Eis kann man auch... auf Wasser kann man auch hier so ein bisschen gleiten. Ha! Mach das einfach so. Das klappt schon. Ich muss noch mal machen. So, diesmal habe ich das Ding wenigstens eingesammelt. Ich hatte nicht vor, da drin zu landen. Und tschüss! Ach, auf ich kann auf Gift damit auch noch gleiten? Das wusste ich nicht. Danke für die Heilung. Danke für die Seele. Okay. Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere kleine Freundin uns natürlich immer sagt, wenn wir alle Seelen gefunden haben. Und das haben wir hier noch nicht. Aua. Sei ein Eisblock. Sei ein Eisblock. Ich weiß nicht, brauche ich jetzt Schwert? Erstmal das da mitnehmen. Okay, das waren alle Fragmente. Ich nehme es mal mit. Ah, das, ich habe ja dieses Lebens-Upgrade gerade. Offenbar kann ich währenddessen auch ruhig Schaden nehmen. Und dann trotzdem halt hier diesen Boost behalten. Das wusste ich halt auch noch nicht bisher. Hallo, bleib hier. Das Schwert habe ich auch bisher einmal verbessert. Man muss das übrigens für die Stufen miteinander machen, ne? Also, das, macht nicht so, ja komm, ich habe jetzt das Metanax-Schwert abgegradet und alle anderen Schwerter sind auch abgegradet. Nein, man muss die einzeln upgraden. Und die Schlaffähigkeiten, die kann man generell nicht upgraden. So, mach ihn nicht. Bevor man mein Schwert schwinden will. Ich glaube, ich brauche aber den Schützen hier, wenn er mir schon so massiv angeboten wird. Ja, da ist auch eine Zierscheibe. Okay, wieder eine Seele. Dafür muss ich da runter. Wieder was gefunden.
Bestimmt muss ich auch auf diese eine Insel, weil das sind ja so Replikate von alten Leveln jetzt. Oh, ich sehe die Zielscheibe. Einfach so lange schießen, bis man sie hat. Passt schon. Hab sie gesehen, aber vorher... So, gucken, dass ich drankomme. Ich habe noch nicht alle Seelen. Wir gucken uns noch um. Ah, ich sehe die Zielscheibe. So, waren das alle? Ja, das waren alle Fragmente. Dann können wir ja weiter. Hälfte haben wir gleich. Ich habe im Übrigen auch noch gesehen, dass es noch zwei Challenges gibt. Also diese Schatzherausforderungen. Noch ist nicht klar, welche Fähigkeit ich hier am ehesten brauchen kann. Und die Seele, die liegt ja mies. Komm, erschlag es! Komm her, mein Entdecker. Sag doch, das liegt mies. So, den klitzekleinen Fitze, da habe ich gesehen. Aua. Gut, dass das ausreichend auch hier funktioniert. Genau in dem Moment, wo ich da hin will, kommt natürlich was runter. Man kennt es. Ich werde die ganze Zeit plattgewalzt. Ein klitzekleiner Weg versteckt. Oh, alle Seelen gefunden. Die waren sie ja nicht so heftig versteckt. Tschüss. Wenn ich irgendeine spezielle Fähigkeit im Gebiet brauche, dann wird sie mir ja auch hingestellt. Also das Spiel ist in der Hinsicht echt nett. Nur der Boss macht mir Sorgen. Das wird eine Traumversion ja vom Woods werden. Okay, den Schützen kann ich hier sehr gut gebrauchen. Sehe ich jetzt schon. Okay, ich habe die Seele. Ich gucke mich aber sicherheitshalber gerade noch mal ein bisschen um. Wollen ja nichts übersehen. Ich glaube, wenn, könnte ich hier Eis gebrochen, weil man damit die Strömungen teilweise ignorieren kann. Ja, hier muss man ja zigtausend Knöpfe drücken, ne? Tschüss! Ah, der hier ist doch bestimmt irgendwo noch ein Knopf. Ich bin aber auch blind. Einfach da drunter. Weg mit dir. Okay, noch ein Strudel. Da stelle ich mich gerne drauf.
Okay, da hinten treffe ich nicht. Nein, es fehlt noch eine Seele. Mindestens eine. Okay, damit haben wir sie alle. Kurz im Film noch. Guck mal, diesmal läuft besser als beim letzten Mal. Bisher kein Übersehen. Das nehme ich gern. Den Hammer nehme ich gerne. Weil der ist mittlerweile overpowered. Oh Gott, ich darf keine Münze verpassen. Keine Seele. Weil ich komme nicht mehr zurück, wenn ich eine verpenne. Aua, nein! Seele ist wichtiger. Komme ich mit dem Treppenstopfer wieder zurück? Bin tot. Ist der schwer genug? Der ist schwer genug, dass ich zurückkomme. Aber ich sehe die Challenge. Und sie gefällt mir nicht. Am besten ist, ich lenke wirklich gegen. Oh, hab's noch getroffen. Ich hab so Angst, die Dinger zu verfehlen, ne? Okay, durch, 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 durch. Okay, weg in das Wasser. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist es elektrisch geladen oder weswegen darf ich da nicht rein? Ach nee, der Regenstoff, der kann nicht schwimmen. Stimmt, da war ja was. So, ich hoffe mal, das waren alle. Ich krieg zur Not die Möglichkeit, nochmal zurückzugehen, tatsächlich. Irgendwo fehlt noch eine. Weg mit euch. Hier schwirrt bestimmt noch irgendwo eine rum. An der Stelle. Ansonsten muss ich wirklich nochmal durch. Da! Alle Fragmente gesammelt. Okay, nur noch 5 fehlen. Es fehlen nicht mehr viele. Bisher läuft super. Die letzten 5 sind ja der Boss. Boah, hier, ich liebe gerne den Hammer. Der lässt es Godos regnen. Okay, damit ist mein Booster schon mal weg. Okay, er ist Half-Life. Tropic Woods ist halt wesentlich einfacher. Oh, was ist das denn für ein komisches System? Ich muss hier durch ein Labyrinth.
Na gut, wenn man durchsprintet, kann man weit vorne starten. Ich stelle mich einfach da drauf. Gute Entscheidung. Ah, okay, es sind nur die kleinen Wolken. Und tschüss. Okay, Tropic Woods war einfach. Wir haben alle Seelen gefunden. Keine wurde übersehen. Das ist sehr gut. Beziehungsweise ich habe keine verpeilt. Ja, Leute. Eine Welt mehr geschafft. Der Vergnügungspark. Oh Gott, Leoparder in Albtraum-Version. Das wird schrecklich. Ich würde gerne gucken, ob ich eine Fähigkeit aufbessern kann. Wenn, würde ich das Schwert gerne aufwerten. Nee, dafür brauche ich mindestens 3. Na gut, Leute, dann mache ich hier jetzt für heute Feierabend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!